runter. 3, 4, oben gehen, raus. Schlagen rein, 1, 2, 3, raus, Feger, raus. Runter, durch, raus. Ja, lass dich mal weiter. Bist du nicht mehr kann. Dann scheu, öffnen, Schachtoll, wieder raus. 1, 2, 3, fast. Lassen, Kniestoß, komm auf. Dann Scholl, raus, Wandels, fassen, Kniescholl, raus, Knochen schlagen, raus, dann Scholl, öffnen, raus. Den letzten Part, denke ich mal anders. 1, 2, 3, öffne, hier oben, fassen. Raus, dann öffnen, neu fassen, Kniescholl, raus, Glocken schlagen, raus, 1, 2, 3, öffnen und rein, rein und jetzt 1, 2, raus, 1, 2, 3, fassen, und ein paar Zeige mal andersrum. Senkrecht rausfangen. Dann scheu. Öffnen. Hier oben abstreifen. Und verstanden. Jetzt. Glocken fassen. Hier scheu. Rein. Glocken schlagen. Rein. Das ist ein Wurzeln da. Beginnen. Weiter hin. Greife ich hier. Die Schwachstelle. Beim ist mir. Da. Zack. Dann gehe ich auch runter. Zack. Eins. Zwei. Geh ich raus. Ne? Mal so auf die Kamera. Egal was ich habe, wenn ich fühle es. Ich kann es fassen, ich kann durchziehen. Ja. Wichtig ist, ihr habt diese Kraft von oben. Dazu kommt auch noch die Kraft des Unterarms. Und nochmal mit auf den Kopf zu gehen. Einige Male, ist egal was ich gefasst habe, nie hier gefasst habe, den gefasst habe, dann ist es egal. Zieh ich vorbei, gehe nicht in den Schluss.
wieder raus, und war. Das dann dreimal der Stellvertreter, dreimal diese Technik. Man kann es auf verschiedene Art und Weise. So, danach fängt er an. Wir machen gut und machen die Scheu. Zieht gleich zurück. Das kann einfach aber mit Scheu sein. Das können auch wieder Vertretetechniken sein. Das können Hebel sein. Raus. Das könnte der hier sein. Raus. Auch wieder sehr universell einsetzbar. So, nach diesen dreimal. Ja, fassen, fassen, Kniestoß und dann Hammerfaust rein. Da bleibt ihr, dann kommt er her. Jetzt hier rum, drehen, auf, drehen jetzt hier, auf dem rechten Bein. Und raus. Und dann raus. Kann hier einleiten, oder auch da. Dann wollen wir es noch einmal. Jetzt. Und da bitte. So. Hammerfaust gemacht. Wenn du das mal fragst, den, was nächstes Mal gesagt hat. Also diese Kraft gibt er, die schenkt er mir, diesen Winkel. Ja, klar, ein Thema, kriegst du nicht. Ja. Von da aus gehe ich hoch, öffne ihn, gehe entweder direkt rein, oder wenn er oben sein soll mit dem Arm, ja, kann ich hier auch wieder den Arm oben, es hebt sich ja der Brustkorb in die Anleitung. Das ist wieder mein Teil. Hauptsache ich mache auch. So, also, ich mache den Bühnenscheu, Bühnenscheu. Locken, schlagen, abscheuen. Jetzt kommt wieder Dreher auf dem rechten Bein, Armhebel, Locken schlagen, hinein. Und nochmal. Also 1, 2, 3. Fassen. Oder auch noch besser. Bei der Hände nehmen. Kannst du aber schon drehen, wenn ich will. Ne? Und dann mal hoch. Und ich mache einen Fehler. Nein. Wenn er stehen bleibt, wenn er stehen bleibt, dann wäre er relativ dumm. Hier um die Zacken. Er bleibt nicht. Wenn er clever ist, wird er sich bewegen. Und zwar so, dass er bei mir eher im Rücken ist. Das heißt, so umgehen. Also bei dem Fehler bewegt sich raus und darum muss gefasst sein. Deswegen mache ich den klar. Kann man besser raus, wenn es ein bisschen deutlicher wird. Aus der Drehung heraus schon den Quar. Jetzt kann ich den hier machen. Quar runterschlagen. Eins, runterschlagen. Dann rein. Ich habe jetzt hier Quar, runter, so schon. Quar, Block, runter, so schon gehe ich durch. Und wenn er nichts macht, kann ich wieder wunderbar reingehen in die Technik. Wenn er aber zugehen sollte, zukommt, ist auch nicht schlimm. Komm mal zu, geht zurück. Das war wirklich besser. So, bitte wegkommen. Und ich mach mal wieder einen schönen kleinen Angriff mit hinein und sprach. Hallo. Sieh ich durch. So, der fährt jetzt drauf der durch. Eins. Ich öffne den, Schachtheu und zum Beispiel gehe ich durch. Oder ich öffne den, muss ich schlagen. Eins, gehe durch. Überraschung. Eins, zwei, drei, wie gehabt. Und so. War ich wieder weg. Eins, zwei, drei. Wieder öffnen. Rein. In diesem Fall gehe ich aber nicht wieder durch, sondern in diesem Fall nehme ich den Halter, weil es wieder zurückgeht, rechtzeitig packen geht, gehe hier aufs Knie. Schlag raus, jetzt wieder drehen auf dem Bein, Füße, gehe mal weiter hoch, dass ich das sehen kann. Einfach nach oben, klar. So, stark. Eins, zwei, dann Joy. Die Bankschau machen wir jetzt in der letzten Bahn. Da geht es schon rum. Die Bankschau wieder hier mache. Zack, wieder öffne den Bein. Und dann so, wie man das Ding jetzt abschließt. Eigentlich geht es immer nur um die Kreise. Ne? Ich kann den Kreis nicht benutzen. Wenn ich hier bin, muss ich den Kreis nicht so. Oder aber ich bin jetzt schon da, er blockt den. Geht raus, geht rein, so weiter.